Hallo und herzlich willkommen zur Tour zwischen Nachbesprechung. Also ich bin ja noch lange nicht zu Ende gelaufen, aber ich habe schon so ein paar Erkenntnisse zur Ausrüstung, die ich dann nach jedem Stück, das ich zusammenhängend laufe, nach jeder Etappe natürlich jetzt auch wieder nicht, euch dann eventuell mitteilen möchte, wenn es da halt eben neue Erkenntnisse gibt. Denn ich mache das Ganze auch, um verschiedene Ausrüstungskonstellationen ein bisschen auszuprobieren, werde also auf dem nächsten Teilstück dann auch eine andere, zum Teil zumindest, andere Ausrüstung dabei haben, als ich das jetzt bei den ersten zwei Etappen gehabt habe. Und jeweils so ein bisschen die Vor- und Nachteile der verschiedenen Konstellationen, die ich da eben ausprobiere, möchte ich mit euch besprechen. Eine Sache, die schon jetzt fällig ist, ist das, was ich als Kartenmaterial dabei habe. Das ist diese hier. Die war recht günstig zu haben. Also die gibt es quasi vor Ort in verschiedenen Buchhandlungen, die hier halt in der Nähe liegen. Man kriegt sie auch im Internet, da war sie aber ein kleines bisschen teurer als die hier aufgeführten 8,95. Ich weiß nicht, was ich jetzt dafür gezahlt habe. Ich habe sie mir übers Internet bestellt. Ich glaube 11 oder 12 Euro oder irgendwie sowas. Das ist eine Leporello-Karte. Die kann man also so ziehharmonikaförmig aufhalten. Und ich werde euch einfach mal schnell sagen, was mir an dem Ding gefällt. Es gibt generell ganz netten Übersichtsplan zum Beispiel. Es gibt dann auf den ersten Seiten einen Haufen Informationen, wie man jetzt nun diese Karte genau benutzen kann und so weiter und so fort. Es gibt dann, ich will euch nicht so viel in die Kamera halten aufgrund von Urheberrecht, gibt eine Übersicht über die einzelnen Etappen. Zur Art des Textes muss ich dann schon wieder gleich kritisieren. Teilweise finde ich es ein bisschen schlecht beschrieben. Da tun sie zum Beispiel so, als wäre jetzt Dobel nach Forbach, was wo es viel durch Moore geht. Das kleine Stück durchs Moor, ihr habt es ja gesehen, das waren vielleicht 500 Meter, wenn es hochkommt. Vielleicht noch nicht mal ganz. Also das finde ich ein bisschen schwammig, ob das jetzt nun korrekte Kilometerangaben sind oder nicht, weil auf den Wegweisern teilweise noch mal ein bisschen was anderes steht. Das kann ich nicht beurteilen, wer jetzt nun recht hat, die Karte oder die Wegweiser. Die Karte ist wahrscheinlich aktueller als die Wegweiser es sind. Dann zur Karte selber, da werde ich euch auch jetzt einfach mal spaßeshalber die erste Seite zeigen. Ihr seht relativ schnell, wenn ihr euch jetzt mal in die Stadt reinguckt, so wirklich zurechtfinden tut man sich da nicht. Also als Stadtplan ist das Ding definitiv ungeeignet. Dafür ist der Maßstab dann einfach zu groß, sagt man dann. Ja, ich glaube groß, sagt man dann. Also da wäre ich wirklich durch die Stadt kaum durchgefunden, wenn da nicht noch alles ausgeschildert gewesen wäre. Und dann nervten mich diese zum Beispiel diese gelben Etiketten, die hier in der Stadt da sind, weil die einfach so viel Karte verdecken, dass man da drunter durchlaufen kann und keine Ahnung hat, wo man eigentlich ist. Hätte man meiner Meinung nach mit einem stinknormaler kleiner Schrift, bei der man zwischen den Buchstaben noch sehen kann, wo man eigentlich ist, erheblich besser lösen können. Der Westweg selber ist dieser, ja, rosa umrandete Weg hier, der hier doch so recht deutlich zu erkennen ist. Problem bei dieser rosa Umrandung ist, dass auch die dann wieder teilweise Details neben der Strecke überdeckt. Und man, gerade wenn der Weg enge Kurven macht und so weiter, das kapiert man nicht so wirklich, weil halt eben diese rosa Streifen da unbedingt drumherum sein muss. Und außerdem ist mir sehr negativ aufgefallen, dass der Westweg immer die gleiche dicke rote Linie ist. Völlig unabhängig davon, ob er jetzt gerade als kleiner Trampelpfad verläuft oder auf der Straße oder sonst wie. Das ist also auch wieder was, was eigentlich ein prima Orientierungsmerkmal wäre, wenn man in der Karte sofort sieht, oh, ab sofort ist es eine gestrichelte Linie und man sieht im Gelände, oh, jetzt komme ich auf einen kleinen Trampelpfad. So, es ist extrem hilfreich und hier nicht gemacht. Dann ist die Höhenliniendarstellung nicht wirklich sonderlich hilfreich. Irgendwie, ich kann es euch jetzt gar nicht so genau sagen, was mich daran stört. Gehen wir mal eine Seite weiter. Es sollten meiner Meinung nach einfach mehr Höhenlinien vorhanden sein, also eine feinere Auflösung. Guckt mal nach den Höhenlinien. Die sind mir für meinen Geschmack einfach viel zu grob und es ist da ganz schwierig, bei so groben Höhenlinien dann wirklich zu erkennen, ob das jetzt nur ein steiler Anstieg oder Gefälle ist oder eben nicht.
Auf gut Deutsch, ich werde mir vielleicht nochmal eine andere Karte kurzfristig besorgen, bevor es bei der nächsten Etappe weitergeht. Das müsste ich dann eigentlich ziemlich bald machen. Na, ich schau mal, was das Internet zu bieten hat. Das böse Amazon liefert ja schnell. Hatte ich sonst noch was zu meckern? Ah ja, richtig. Hütten, die hier eingezeichnet sind. Zum Beispiel diese hier, ich hoffe, man kann es erkennen, sind alles die gleichen Hütten. Also die Karte unterscheidet nicht zwischen einer Schutzhütte, in der man wirklich auch übernachten kann, oder einer Schutzhütte, die im Prinzip noch nicht mal ein Dach zur Verfügung stellt, weil sie rundum geschlossen ist und man sich bestenfalls stehend unter den Überhang des Daches ein kleines bisschen kauern könnte, um da zumindest mal einen Keks zu essen oder irgendwas, wenn es stark regnet. Aber all das wird überhaupt nicht unterschieden. Und wir wissen ja auch schon, dass die Hütte, die ich ursprünglich zur Übernachtung ausgeplant hatte am zweiten Tag, dazu absolut nicht geeignet gewesen ist. Und die ist hier halt genauso aufgeführt gewesen wie alle anderen Hütten auch. Das kann also einem durchaus ein wenig das Genick brechen. Und schön wäre natürlich auch noch gewesen, wobei das nach meinem eigenen Empfinden keine Notwendigkeit ist, in einer stinknormalen Wanderkarte, wenn da irgendwelche Brunnen eingezeichnet wären, die dann auch für unser Eins, der da entlang wandert, als Trinkwasserquelle nutzbar wären. Da ist nämlich überhaupt 0, gar nichts in der Richtung eingezeichnet. Also das wäre schon halt was, was man einfach als eine simple Verbesserung ganz einfach zu machen, damit man nur mal kurz hingehen müssen und den Weg schnell mal ein bisschen mit dem Fahrrad abfahren oder was weiß ich. Wäre jetzt nicht viel Arbeit gewesen, aha, hier ist ein Brunnen, zack, Brunnen in die Karte. Das ist mit entsprechenden global geografischen Informationssystemen, GIS, rucki-zucki gemacht. Sowas lernt sogar unser Eins im Studium, also hier, dieser hier. So, genug über die Karte geschimpft. Also kauft euch diese Wanderkarte nach Möglichkeit nicht. Wobei dieses Liborello-Prinzip, ja, das ist irgendwo ganz nett. Andererseits, wenn einem das Ding runterfällt, dann hat man eine ganze Weile zu tun, bis man sie wieder zusammengesammelt hat. Sehr zweischneidiges Schwert. So, mit genügend Zeit zum drüber nachdenken. Also eine klare Nicht-Kaufempfehlung dieser Karte. Wenn ich noch was rechtzeitig was Besseres finde, werde ich die auch nicht weiter verwenden, obwohl die recht gute Bewertungen auf Amazon hat. Das werden dann halt Leute gewesen sein, die zusätzlich noch ein GPS dabei hatten oder ohnehin nur nach Wegweiser gelaufen sind oder keine Ahnung was gemacht haben. Ich bin von dem Teil nicht überzeugt, weil ich auch gute Wanderkarten kenne. Eine gute Wanderkarte macht meiner Meinung nach aus, dass die verdammt nochmal schlicht ist. Nicht so überladen mit 7000 blöden kleinen, hier ein Kreuzchen, da ein Kreuzchen und dort. Nur Sachen, die wirklich zur Orientierung dienen, stehen drin. Bestenfalls mal noch, hier ist noch ein schöner Aussichtspunkt und so weiter. Und irgendwelche Sehenswürdigkeiten gut, aber dann bitte in kleiner Schrift und oder eben welche nur in winzig kleiner Schrift und nebendran in so einem extra Kästchen vielleicht noch genauer aufgeführt, wo das dann ist. Und überhaupt bei Städten bin ich von guten Wanderkarten gewöhnt, dass die dann nochmal einen extra Ausschnitt haben, wo dann in einem noch feineren Maßstab die Etappe durch die Stadt genauer beschrieben ist, weil das sind so viele Seiten, Sträßchen und so weiter und so fort, da kommt man mit so einem groben Ding dann einfach nicht weiter.